Hallo zusammen und guten Morgen. Willkommen zum zweiten Teil auf unserem großen Trip mit dem Mietauto durch Südthailand. Heute fahren wir weiter. Wir haben eine große Fahrt vor uns. Es geht von hier, von Khao Lak in Phang Nga nach Ranong. Das sind insgesamt 180 Kilometer. Ja, wir haben jetzt erstmal hier ein bisschen gefrühstückt an der Tankstelle. Das ist immer sehr praktisch, da gibt es einen Kaffee, 7-Eleven. Ja, genau. Und dann würde ich sagen, los geht's! Los geht's! Viel Spaß! Okay. Hallo! Erster Stopp auf dem Weg. Nicht so weit, das war jetzt eine gute halbe, dreiviertel Stunde von der Tankstelle. Und wir sind hier Schild an einem Wasserfall. 100 Baht kostet das für Ausländer, noch 30 Baht extra fürs Auto, 20 Baht nur für Thailänder. Also hier, dieser Ort, es gibt viele verschiedene Wasserfall, gell? Linke Seite, das ist andere Wasserfall und rechte Seite, das ist der berühmte Wasserfall und es gibt sehr besondere da. Ah, okay. Der berühmte, wie heißt der? Ist das der Don Deng? Ah, das ist der andere. Ja, okay. Genau. Andere Blenden Seite. Wir unten ein. Wir haben die Bedienung gesehen. Sie sagt einfach Welcome. Wir die Bedienung sind hier. Ja. Die Fische. Die Angestellten hier. Ja. Wow, viele schwarze Fische. Ja. Ehrlich wie Salmon. Oh, wow. Hallo, herzlich willkommen zum Nambok Tam Nang. Sehr schön. Viel Wasser, oder? Ja, ich mag viel Wasser. Und schauen wir mal da, es gibt noch Special Sachen. Und, siehst du, oder? Die schwarze Sachen, das ist die Fische. Es heißt Lapuang. Das sind lokale Fische von hier. Kann man auch schwimmen mit den Fischen.
Wir sind angekommen in der Provinz Ranong und ja, die Straße auf jeden Fall schon mal sehr schön zu fahren von der Landschaft her, oder da? Ja, genau. Und das ist wichtig, die Name von der Straße haben wir gefahren, es heißt Petkasem. Das ist die lange Straße. Die längste, meinst du? Die längste Straße in Thailand. In Thailand, ja. Interessant. Ja, dann haben sie dafür sogar einen Spitznamen, also muss wirklich eine besondere, schöne Straße sein. Genau, und jetzt sind wir an einem Strand, auch schön, ziemlich weit, weitläufig, toller Strand, wirklich. Und hier gibt es eigentlich kaum was, aber wir haben ein Restaurant gefunden. Und passt von der Uhrzeit, ja, Viertel genau. Nach eins, Mittagessen. Und die Strand von hier ist heiß. Hat Prapat, der Prapat-Strand. Alles klar. Ja, dann essen. Essen. Okay, das ist schlechte Nachricht für uns. Sie hat es so gemacht, weil der, wie heißt es, Ratamundi, wie heißt es auf Deutsch? Von Bürgermeister. Ja, Bürgermeister. Ja, von anderen Politiker. Parteien. Ja, Politiker kommen morgen und dann heute Simut. So machen von Marc alles vorbereitet für sie. Das ist traurig. Ja, werden wir schon was anderes finden. Ja, aber verstehe schon. Zum Glück haben wir ein kleines Restaurant gefunden. Das ist Nudelgeschäft. Es ist Chicken Nudeln. Ja, schau gut auf. Das ist normale Reisnudeln. Probieren die Suppe mal. Schmeckt gut. Leises Licht und gute Aroma von der Suppe. Bisschen würzig. Chili. Abrühren. Muss man pusten, heiß. Schmeckt besser. Lecker.
Also wir wissen jetzt, warum das Restaurant am Strand geschlossen war und auch die ganzen Hotels hier in Ranong, in der Stadt, da sind wir jetzt, die waren fast alle ausgebucht. Wir haben Glück, dass wir hier noch ein Zimmer gefunden haben. Warum? Da, was ist los heute? Ja, weil der neue Bundespräsident, Präsident, von Thailand, sie hat, wie heißt es? Er hat in ganzen Teilen Reisen gemacht mit dem Besuchen und Checken und wie geht's so. Ja, okay. Mag das einfach. Und der ist heute hier. Mal schauen, ob wir den gleich im Nachtmarkt treffen. Heute ist Sonntag. Da findet die einmal in der Woche die Walking Street von Ranong statt. Kann gut sein, oder? Dass der da auch kommt. Ja, ich bin auch gespannt. Genau. Und wir sind hier im, wie heißt das Hotel oder Resort? Der Resort ist heißt Putara Resort, genau. Genau, 950 Baht pro Nacht inklusive Frühstück. 3 Sterne, stand bei Google, schaut auf jeden Fall schön aus. Verschiedene Zimmertypen gibt es hier auch. Ja. Das sind so normale Apartments, wie es ausschaut. Das ist ein alleinstehendes Gebäude. Schön Natur. Und ja, für den Preis auf jeden Fall mit Frühstück auch wieder super. Kurze Pause und dann geht's zum Abschluss zum Nachtmarkt von Ranong. Es tut mir leid, ich habe falsche Tag gesaugt. Das war nur am Samstag, genau, war gestern. Okay, nicht so schlimm. Ja, du hast so viel Recherche gemacht für den Trip, für die 2 Wochen jetzt. Ganz viele Infos gesucht mit den Locations, wo wir hinfahren. Ja. Macht nichts. Nicht so schlimm. Schauen wir einfach. Wir sind hier, das ist die Hauptstraße, so wie es ausschaut, von der Stadt Ranong. Und da gibt es ja auch viele nette Restaurants. Schauen wir, wo wir Abendessen können. Okay, und alles schon da. Es ist schnell, zack, 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 es kommt. Okay, es gibt 4. Gerichte, das ist Omelette mit Garnelen und das ist Kohl mit Salzig. Salzig Fisch. Hier das Wasserspinat mit Mugro. Schweinebauch, okay. Und hier das ist frittierte Chicken. Und hast du das gesehen? Das ist nicht normal, oder mit dem Reis? Das ist Reissuppe ohne Gewürz, das ist nur Reis und Wasser. Ja, das ist Schaukomisch auch, oder? Aber das ist normal für uns. Wie isst man das? Einfach das. So, Gemüse oder etwas einfach so da rein. Dann essen. Sehr nackig mit dem Gemüse und schön warm mit dem Reissuppe. Danach scharf und dann salzig. Ich liebe diese Schmeck. Gut. Also das Abendessen hat jetzt doch auch gepasst, oder? Da? War ja, gut? Schon gut. Auf jeden Fall. Genau, noch ein Tipp. Wir waren auf der letzten Videoserie, als wir mit dem Auto durch den Isan gefahren sind. Da hatten wir in Nong Khai das Glück, da hat das Timing genau gepasst. Da haben wir den Nachtmarkt, den typischen lokalen Nachtmarkt besucht. Auf jeden Fall sehr zu empfehlen, falls du sowas noch nicht gesehen hast, wie so ein typischer Thai-Nachtmarkt ausschaut, werde ich dann hier jetzt auch gleich unten einblenden. Dann kannst du dir das bei Bedarf anschauen.
Okay, das war Teil 2 von 12 auf dieser Rundfahrt durch Südthailand mit dem Mietauto. Morgen geht's schon direkt weiter. Danke fürs Zuschauen. Guten Abend aus Ranong in Südthailand und bis zum nächsten Mal. Tschüss.